Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts, Melody of Memory. Ja, daran werden wir uns jetzt setzen. Immer noch Aufholaktion, Nachholaktion, wie man es auch immer betiteln mag. Oh, Aqua in der Unterwelt, da hat sie ja Erfahrung damit. Nein, nicht ganz. Sie war nur im Schattenreich, nicht in der Unterwelt, aber es ist ja quasi dasselbe. Wobei Unterwelt sind, wo die Seelen hinkommen. Schattenreich ja nicht. Nur sind beide Orte eben vom Licht. Sind beide Orte nicht lichtzugänglich. Was sind das überhaupt für Viecher, die mit der Lanze? Die erkenne ich gerade gar nicht. Wo kamen die denn vor? Die da! Die Viecher da! Das liest so gut. So gut! Was? Nur gut mit allen drei? Die waren, glaube ich, die Monster-Armee. Wo man dann ganze nur zack, 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 zack gehört hat von mir. Hier war die Monster-Armee. Und irgendwie weiß ich gar nicht, was ich sagen könnte. Also, ja, außer zu früh gesprungen. Weil die letzten paar Parts hatte ich im. Die letzten paar Parts hatte ich immer eigentlich ganz gute Themen oder zumindest einigermaßen interessante Themen. Und jetzt irgendwie gar nichts mehr. Warum? Weiß ich nicht. Weil mir alleine oftmals nichts einfällt. Deswegen habe ich auch so gern Gäste dabei, weil dann reden die Gäste meistens, sprechen die Gäste meistens ein Thema an und ich gehe darauf ein und sage meine Meinung dazu. Das ist ein bisschen angenehmer, als wenn ich mir selbst irgendwie krampfhaft was ausdenken muss, damit das Video einigermaßen interessant gemacht wird. Weil wenn ich das so sehen würde, würde ich die ganzen Nachhol... So, wenn ich bei jemand anderem gucken würde, der würde so eine Nachholaktion machen, würde ich das Video im Hintergrund laufen lassen und währenddessen irgendwas anderes machen. Was weiß ich, Pokémon trainieren. Keine Ahnung. So, wenn ich wieder so richtig im Pokémon-Fieber wäre. Ah, das war auch ein Double. Ich wundere, dass Aquas Schwert vor allem nicht abbricht, weil das ist irgendwie so dünn. Vergleich das mal mit dem von Ventus und Terra. Ich finde es sowieso eine interessante Idee, dass man einen Schlüssel als Schwert trägt. Als Schlüssel gibt es ja in allen möglichen Variationen. Schade, dass nur die modernen Schlüssel hier nicht auch als Schlüsselschwert genommen werden. Man, wenn man sich anguckt, wie mein Autoschlüssel zum Beispiel aussieht. Na gut, mein Autoschlüssel ist ja eigentlich nicht so modern. Ja, zum Beispiel den von meinen Eltern. Weil meine Eltern fahren ein moderneres Auto als ich. Sieht mehr aus wie eine dicke Chipkarte oder so. Ich glaube, das wird gar nicht mehr als Schlüsselschwert durchgehen.
Aber meiner hingegen, der würde noch als Schlüsselschwert durchgehen. Wobei, das ist auch nur so ein kleines... naja... Also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, wer von euch weiß, wie die Schlüssel von einem Ford aussehen? Also, Ford Escort, Ford Focus, Ford Mondeo, wie auch immer. Wer weiß, wie so ein Schlüssel aussieht, der weiß, wie mein Schlüssel aussieht. Das ist... Ja. Das ist nicht so ein flacher Schlüssel zum Umdrehen, das ist mehr so eine Art, ja... Nicht Knüppel, aber nur so ein... Ja, mit was kann man es vergleichen? Mit so einem Wattestäbchen so ein bisschen. Mein Schlüssel hat die Form von einem Wattestäbchen. Ich merke jetzt gerade links unten, da rennt Aqua entlang. Ich weiß nicht, ob ich schon angemerkt habe, aber scheinbar ändert sich immer links unten die Figur, je nachdem welches Team man spielt. Ich weiß, also ich kann mich erinnern, dass da links unten auch schon ein Typ mit einem Mantel gelaufen ist. War viel zu früh. Moment, ihr Viecher wart in Kingdom Hearts 2, glaube ich, richtig doof zu bekämpfen. Hätten wir mal den... Oh, wie heißt der Fels nochmal? Er hat einen Namen, ich weiß jetzt gar nicht welchen. Da wo auf jeden Fall Mufasa und Simba, super, gewohnt haben. Der Fels einfach. Ich weiß zwar gerade nicht, wie er heißt, aber er heißt der Fels. Ne, es ist fast schon wie... ich glaube, der Fels. Moment, hieß so nicht Alcatraz? Also Inselgefängnis. Ich glaube, das hieß der Fels. Ich habe gedrückt. Zumindest weiß ich, dass in Avatar der Herr der Elemente auch eine gewisse Anspielung auf Alcatraz gibt. Weil da gibt es in einer Folge, in einer Doppelfolge, um genauer zu sein, die heißt der Brodelnde Fels Teil 1 und der Brodelnde Fels Teil 2. Da ist auch quasi wie Alcatraz. Weil da brechen Zuko und Sokka mit Hilfe von Zukos Kriegsballon Richtung, also zu einem Gefängnis, das mitten in einem Vulkan liegt. Auf, naja, kein wirklicher Vulkan, es ist eher so eine Art Vulkansee. Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf Alcatraz. Das war schon wieder der Durchgang. Na gut, sonderlich gut habe ich mich zwar nicht angestellt, aber egal. Ich weiß noch, dass er in Kingdom Hearts 2 hier gegen die Hyänen gekämpft hat. Die irgendwie ganz vor allem abgehauen sind, glaube ich. Was soll's? Kann mich sowieso nicht im Einschlag. Oder auf einen Schlag wieder quer durch die ganze Kingdom Hearts Reihe durchzocken. Oder wobei, wie lange dauert Kingdom Hearts 1 ungefähr? Wie lange würde ich ungefähr dafür brauchen? Lass mich mal schätzen. Wie lange habe ich für Banjo-Kazooie gebraucht? Also mein Longplay. Ich weiß gerade nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Zwischen 9 und 11 Stunden, ich weiß es gar nicht. Bei Kingdom Hearts brauche ich zwar nicht doppelt so lang, aber auch so in etwa. Ich glaube, für... Ah, ich habe nicht aufgepasst. Wieder nicht. Für Kingdom Hearts 1... Ich passe gar nicht auf gerade. Kingdom Hearts 1 würde ich, glaube ich, um 15 Stunden brauchen, wenn ich das komplette Spiel jetzt hernehme. Wobei ich weiß nicht, ob das dann mit 100% wäre. Ich habe gedrückt.
Weil ich glaube, das wären keine 100% dann. Also sagen wir mal 15 Stunden ohne, also any percent run oder wie man die auch immer nennt. Ich mag diese any percent Bezeichnung genauso wenig wie das semi-blind oder half-blind. Ich weiß nicht warum, so, diese Bezeichnung kann ich nicht ausstehen. Für mich ist entweder was blind oder nicht blind. Oh. Deswegen werde ich zum Beispiel auch, wenn ich mal Super Mario Sunshine Let's Playen würde oder sollte, werde ich es als blind betiteln, auch wenn ich es mal angespielt hatte. Und nicht nur, dass ich so gut wie alles davon vergessen habe, ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit ich dahin kam. Ne, ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe so ziemlich alles von dem Spiel vergessen, was ich irgendwie mal gesehen oder gespielt habe. Oder was immer. Die Wandzeichen. Ich weiß, es gab irgendeinen Hafen mit einer Baustelle. Es gab irgendeinen See mit einem großen Loch. Ich glaube, es gab, glaube ich, einen Strand bei Nacht. Und das war es auch schon. Das sind die Welten, wo ich glaube, dass sie existieren. Jetzt habe ich das Item ausgerüstet. Also hier den Trank. Das sind zumindest die Welten, wo ich glaube, dass es sie in Super Mario Sunshine gibt, aber wenn mich jetzt fragt, welche Welt wann kommt, da wie die Welten genau aussehen, was man dann darin machen muss, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, worum das Spiel überhaupt geht. Also die Handlung vom Spiel weiß ich nicht mal mehr. Naja, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Luigi's Mansion werde ich nicht machen. Ich habe Luigi's Mansion schon zweimal versucht zu streamen und beide Streams gingen ja in die Hose, weil gewisse Leute mich aufgeregt haben und mir die ganze Lust auf das Spiel verdorben haben. Eigentlich sollte ich darauf keinen Wert legen, aber wenn ich ein Spiel spiele und ich nur negative Kritik erfahre und irgendwie nur, ja, das Spiel ist langweilig und was weiß ich, also quasi nur Negatives, dann habe ich da auch irgendwann keine Freude mehr dran. Weil dann wäre ich schlecht gelaunt und so gut ein Spiel auch ist, kann es nicht einfach so meine schlechte Laune von 0 auf 100 heben. Deswegen werde ich Luigi's Mansion auch nicht machen. Das ist auch der Grund, warum ich Spyro 3 nicht machen werde. So cool ich Spyro an sich finde und so sehr mir Spyro 1 und 2 gefallen haben, Spyro 3 wird nicht kommen. Punkt. Können sich die Leute auf den Kopf stellen, ist mir ja egal. Wenn man es sehen will, muss man es mir als Strafe andrehen. Punkt. Ah, zu früh. Ich habe viel zu früh gedrückt. Ich habe schon gewusst. Schon wieder zu früh. Ich habe schon gewusst, als ich die Gegner gesehen habe, dass ich zu früh drücken werde. Warum auch immer. Das ist so ein blödes Gefühl, wenn man sieht Gegner von ganz weit auf sich zukommen und man weiß sofort, ab dem ersten Augenblick, ich werd den Druckmoment verkacken. Und so ist es dann auch. Eine beschworene Niederlage, was ich hier gerade gemacht habe. Na gut, eine Niederlage ist es ja nicht, weil das Lied habe ich ja schon. So, weg damit. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht auch wieder ein paar Longplays versuchen soll, aber von welchen Spielen? Ich habe mir überlegt, Mega Man 7? Aber das Problem ist, Mega Man 7 ist Super Nintendo und auch wenn Super Nintendo an sich eine geile Konsole ist, aber Mega Man 7 für Super Nintendo hat irgendwie so einen ganz seltsamen, so nicht seltsamen Grafikstil. Das gefällt mir eigentlich, aber
Das Spielverhalten ist so Mega Man untypisch irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, nicht so weit gehen zu können, aber... Ja, zu früh. Aber ich kann dann irgendwie doch weiter gehen als die Figur... Als es die Figur ersichtlich macht. Das ist irgendwie seltsam. Deswegen habe ich auch so ein bisschen Bedenken wegen Mega Man 11. Aber Mega Man 11 ist ja leider nicht im NES... Ach, dumm. Ist ja leider nicht im NES-Stil. So wie Mega Man 9 und 10. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst. Dass das vielleicht auch irgendwie... versaut sein könnte. Na gut, damit ich das weiß, müsste ich es testen. Ich hätte fast zu spät gedrückt. Da im Hintergrund... Schöne Oase. Wobei, eine Oase ist in der Wüste, oder? Genau, Simba war ja in der Wüste. Also ist das hier quasi eine Oase. Oder? Ja, Simba war in der Wüste und ist dann von Timon und Pumba weggebracht worden. Aber da, wo Timon und Pumba leben, das ist ein bisschen größer als nur eine Oase. Das ist quasi ein Dschungel, Urwald. Ach, schon wieder zu früh. Ja, was soll's. So, was ist denn jetzt noch übrig? Das habe ich alles. Die beiden habe ich auch. Das habe ich. Hä? Achso, hier habe ich den Profi-Modus. Ich dachte eigentlich, dass ich hier einen Profi-Modus gehabt hätte, aber offensichtlich nicht. Aber umso besser, können wir das Schloss des Biests nochmal erkunden. Einer meiner Lieblingswelten aus Kingdom Hearts 2. Die Schönheit des Biss ist ja überhaupt nicht einer meiner Lieblingsfilme von Disney. Nein, nein. Doch, natürlich. Den Film könnte ich mir jederzeit angucken. Wenn man mich um 3 Uhr morgens auf, sagt, hey, Wolf, willst du schön auf das Biest gucken? Und ich so, ja, klar. Ja, ich habe schon gemerkt, dass ich... Sag mal, ich bin voll nicht im Rhythmus. Gut. Gut, nachdem ich meinen eigenen Rhythmus versaut habe... Ich war mir sicher, dass ich gedrückt hatte. Ah, ich bin zu langsam. Ah! Ich jetzt doch ein bisschen meine Klappe halten und aufpassen. Ja, das, wenn man das ein bisschen früher spielt, ist es doch eine Herausforderung. Wäre ich jetzt nicht schon so übermäßig hochgelevelt. Wobei, das Birth by Sleep Team ist ja nicht so hochgelevelt. Das ist, glaube ich, aus irgendeinem Handyspiel von Kingdom Hearts. Aber das kenne ich nicht. Wie heißen die jetzt nochmal, diese Spiele?
Wie hießen die nochmal? Kingdom Hearts, Union Cross, Kingdom Hearts, Key Cross. Also Union Cross war, glaube ich, das eine. Und wie hieß das andere? Es gab, glaube ich, zwei oder drei. Weil diese besagten Handyspiele habe ich nicht gespielt, dann Kingdom Hearts Recoded nicht, Kingdom Hearts 1 Final Mix nicht, Kingdom Hearts 2 Final Mix nicht. Und ich glaube, das waren alle, oder? So, Kingdom Hearts 1 Final Mix will ich irgendwann machen. Ich weiß nur nicht wann und ich weiß auch nicht, ob Stream oder Let's Play, aber höchstwahrscheinlich Stream. Und Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ebenfalls. Auch wenn ich beim ersten Teil dann wieder Sephiroth an der Backe habe. Oh, warum jedes Mal? Wie kann man bloß ein Fanboy oder Fangirl von ihm sein? Das verstehe ich nicht. Ich meine, jeder hat so seine Fans und so weiter. Aber trotzdem. Sag ja nichts gegen sein Aussehen, denn so schlecht sieht er ja eigentlich nicht aus, aber sein Charakter ist unter aller Sau. Zumindest das. Nein, falsche Taste, ich habe X gedrückt. Zumindest das, was ich bisher von seinem Charakter kenne. Im Original von Final Fantasy VII soll ja darauf mehr eingegangen worden sein als wie im Remake. Vielleicht hat er irgendwie eine Charakterseite, die ich gar nicht an ihm kenne. Wer weiß. Na gut, Final Fantasy ist sowieso eine Reihe, die ich niemals komplett machen werde, weil es gibt mindestens, ich glaube, kann ich auf normal auf anfangen. Es gibt mindestens, ich glaube, 14, 15 Final Fantasy Dinger, Teile, Spiele, was auch immer. Ich glaube, bis ich die alle durch habe. Wow. Oh, es ist so gut. Kaum sehe ich das hier wieder, habe ich direkt wieder Bock auf Kingdom Hearts 2. Verstehst nicht, wie? Ich sehe nur diese Welt und ich habe direkt Bock auf ein ganzes Spiel. Wie geht das? Na gut. Es gibt bei so manchen Spielen, wo ich nur eine Welt spiele und ich habe Bock aufs ganze Spiel. Außer mag ich Bell. Also. Vor allem damals auf unserer VHS, da ich habe euch ja schon mal. Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Habe ich ja schon gesagt, wegen, oh ja, da hatten wir schön das Beast, Cinderella und Alice in Wunderland drauf. Und diese VHS haben ja logischerweise nicht so die geilste Qualität und auch so ein Bildstörungen manchmal. Niemand das ja noch kennt. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch überhaupt noch kennt. Da waren zum Beispiel so ein Bild ohne Ton oder schwarz-weiß oder Kampf der Ameisen und so weiter. Und an einer Stelle, wo Belle in der Bücherei war, sich ein Buch geholt hat, diese komplette Stelle ist quasi so von Störfehlern durchzogen worden auf unser VHS, dass ich diese Stelle damals nie, ja, ich kannte sie einfach gar nicht. Und jedes Mal, wenn ich die Schöne und das Biest irgendwo als Trailer gesehen habe,
Da schwang sich Bell mit einem Buch von A nach B quasi. Und diese Stelle kannte ich einfach nicht, weil das eine der Stellen war, wo dieser Kampf der Ameisen oder wie auch immer stattfand. Naja, damals die alte VHS-Generation. Ich meine, wenn man die Kinder heutzutage fragt, die kennen nicht mal mehr CDs. Das ist irgendwie traurig. Und ich bin noch mit Musikkassetten aufgewachsen. Stellt euch das mal vor. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Aber andererseits, wenn ich mal ein Kind haben sollte und das ist dann auch so alt wie ich, also sprich 31, Hust, Hust, ich alter Knacker. Dann wäre ich 62, wer weiß, wie weit die Technik dann vorangeschritten ist. Zu meiner Kindheit gab es früher ein TV, gab es keinen frei empfangbaren Sat, sondern da gab es nur, ja, in Österreich zumindest gab es nur ORF1, ORF2 und das mit dem, und hier diesen Sat-Receiver, der war quasi exklusiv. Sonst es gab auch keine CDs, da noch nicht. Gab es erst ein bisschen später. Bei uns gab es noch diese Musikkassetten zu unserer Kindheit. Und es gab auch keine Handys. Oder doch schon, aber wir hatten keins. Wir haben erst ganz spät ein Handy bekommen. Unsere Mutter hatte irgendwann mal ein Handy. Lass mich überlegen, was war das? War jetzt dieses Nokia ihr erstes Handy oder als Motorola? Also so ein riesengroßes hellblaues Nokia, das sieh mal. Das war wow, uralt. Und so ein schwarzes Motorola. Ich weiß später, als wir dann in die Hauptschule kamen, da, so also zu dieser Zeit, wo wir schon Handys dann hatten, haben wir natürlich nicht das Nonplusultra gehabt, sondern zuallererst hatten wir nur dieses Motorola, was zuerst unsere Mutter hatte. Das haben wir uns dann quasi zu dritt geteilt. Erst ganz spät haben wir unsere eigenen Handys bekommen. Meine Brüder haben jeder ein Nokia 3310 bekommen und ich ein Nokia 3410. Das war tatsächlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich ein moderneres Handy hatte als meine Brüder. Heutzutage ist es ja nicht mehr so, aber gut, heutzutage hat man sowieso den Überblick verloren diesbezüglich. Weil heutzutage kommt quasi jede Stunde ein neues Modell raus und ja. Aber gut, wir waren damals durch die Arbeit von unserem Vater sowieso ein nicht reich, aber ein bisschen besser gestellt. Wenn ich es mal so ausdrücken mag, weil wenn man so vergleicht, damals in der Hauptschule haben unsere Klassenkollegen 50 Schilling im Monat Trinkgeld sage ich schon, 50 Schilling, also österreichische Schilling, im Monat Taschengeld bekommen. Und das wären heute etwa Moment, lass mich mal rechnen. 14. Ich kann nicht rechnen, während ich hier während des zocke. Moment, 5, 4 ist 2. Ich weiß es jetzt nicht genau. Irgendwas zwischen 3 und 5 Euro. Sagen mal einfach 4 Euro. Wir haben 4 Euro im Monat Taschengeld bekommen. Jetzt stellt euch das mal vor. Also 50 Schilling. Für 50 Schilling hat man damals eine ganze Menge bekommen. Ja. Ich springe jedes Mal zu früh. Und ich und meine Brüder haben jeder 50 Schilling bekommen. Also insgesamt 150 Schilling in der Woche. Müsst ihr euch mal vorstellen. So 4 Wochen, 150 sind 600 Schilling im Monat.
Und die anderen hatten 50 Schilling im Monat bekommen. Krasser Unterschied, nicht wahr? Ich weiß, damals, da war Digimon richtig in und Pokémon. Da gab es so kleine Digimon-Figuren mit so einem runden Kaugummi, ähnlich so ein... ich weiß nicht, wie der Kaugummi heißt. Also so eine Kaugummi-Rolle mit so einem kleinen rosa Plastikding. Und da war so eine Digimon-Figur. Die hat 45 Schilling gekostet, je ein Exemplar. Aber also es war schon so richtig teuer damals, kaum zu glauben. Wenn ich mir das vorstelle. Und heutzutage sind 50 Euro ja, quasi nichts wert. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Österreich noch den Schilling hätte und noch alles so wie damals wäre, dann 1000 Schilling haben wir damals mehrere Monate also für mehrere Monate Lebensmittel einkaufen können. Achso, da gibt es kein weiteres Lied mehr. Deswegen. Okay, dann ist das ja das nächste. Dann werde ich hier den Part wieder beenden. Das war Kingdom Hearts Melody of Memory. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.